Was geht und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Oh, ganz anders moderiert hier, ne? Sonst heißt es ja immer schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das muss natürlich jetzt hinterherkommen. Und es geht weiter mit einer fetten Runde GTA. So, genug Luft geholt. Ich versuche von demjenigen, welcher der Map-Ersteller ist, alle Karten zu zocken, weil die einfach mega geil sind. Die sind zwar manchmal, ich sage jetzt nicht kurz, bewusst nicht. Bewusst. Aber die sind einfach mega fett gebaut, ey. Mega. Nicht zu verwechseln mit... Ich lasse es lieber. Au. Oh. Schön in der Büsche gelandet. In der Büsche. Ja. Hoppala. Ich muss irgendwie fett hochkommen und den Drop abfangen hier. Wow, wow, wow. Ja, Mann. Fett, wohin, wohin, wohin? Ah. Gut. Dieb, 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 dieb. Ich habe jetzt wieder gute Laune. Und wenn er das... Okay, jetzt habe ich sie nicht mehr. Doch, doch, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Wenn ihr gesehen habt, das ist die zweite Runde, die ich heute spiele. Und wundert die schlechte Laune. Ja! T20! Weil das System vorhin etwas abgeschmiert ist. Mein Rechner war so teuer, da darf nicht abschmieren. Und alles, was da abschmiert oder verantwortlich ist dafür, wird direkt gegen das Fette rausgetauscht. Und das ist nicht ganz so einfach. Weil ganz so fett gibt es eigentlich gar nicht. Boah, fuck, man, ich verkrüppel hier richtig, ne? Auf jeden Fall müssen wir dann einen Sprung machen. Den müssen wir uns erstmal merken, denn das Map-Ersteller macht das immer so. Das ist immer ein Abschnitt, wenn gemacht ist, ne? Fahrt auch da ganz normal hoch. Das heißt, man hat schön einen Abschnitt, den man sich vornehmen kann. Hat man den beendet, gemeistert, wie auch immer, kann man den nächsten Abschnitt machen. So, jetzt habe ich genug Speed. Springe etwas weiter oben ab. Fahre da hoch. Oh, jetzt muss ich gucken. Alter, ich hab... Nein! Nein, warum? Bitte nicht! Ich wollte gerade sagen, ich habe einen engen Wallride gemeistert. Oh, scheiße, Alter. Ich habe da immer noch meine Schwierigkeiten mit. Bei dem ersten noch mehr als beim zweiten, weil bei dem zweiten kann man ja langsam fahren. Aber ich hatte auch immer diese Lenknervosität. Vielleicht kennt ihr einer von euch. Sobald das so ein Krüppelkram ist, ey, kriege ich immer hier... Da muss ich immer lenken. So, der war der Schwierige. Und das ist eigentlich dann der halbwegs Leichte. Aber naja, man sieht's ja, ne? Schöne Drehungen übrigens. Ah, warum, warum, warum? Oh, ich hätte das so schön im First-Try-Mode machen können. Ach, Mann. Es geht übrigens immer noch die Regel, habe ich mir gerade wieder, oder ist mir gerade wieder eingefallen. Alles, was unter 30 Minuten ist, bleibt uncut für euch zu sehen. Alles, was über 30 Minuten ist und diese heftigen, miesen Asians, die mal eine Stunde da waren, die cutte ich nach wie vor. Weil das einfach zu heavy ist, ne? Also ich glaube nicht, dass die so lang geht. Weil ich glaube, die sind nicht so lang. Die sind halt schwer. Schwer. Alter, fuck. Die sind halt... Oh. Das heißt schwer. Die sind halt fett gemacht. Mit den Abschnitten finde ich super geil. Genau das habe ich mir so gewünscht. Dass das nicht immer so ist. Einmal schwer. Ach du Kacke, was ist das denn? Jawohl, neues Element. Ey, ich quassel so viel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt kommt erstmal der Drop. So, also... Vielleicht hat der eine oder... Mit Sicherheit. Ich glaube, mit Sicherheit hat der eine oder andere den Spiel schon gemappt. Von dem Map-Ersteller. Die sind geil. Oh, komm. Alter Ultima. Fuck, man.
Man muss auch alles lernen. So ist es ja nicht. Entweder man hat Glück oder nicht. Oder nicht. War das jetzt hier? Nee, es war nicht schwer. Okay. Das war schon mal easy peasy. Hier mit Full Speed nach oben ziehen gleich. So, und runterfallen. Oh, Alter. Das wäre super geworden. Aber ist es nicht. Dip, 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 dip. So. Ich sag sehr oft so. Es ist einfach so. Ist das lustig. Okay. Boah, der droppt, der droppt. Let's Fits Gaming. Ich habe mir überlegt, den umzubenennen. Ich weiß aber einfach noch keinen Namen. Ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne so Spielverbot oder so. Das hört sich auch ganz lustig an. Ach so, der droppt, der droppt. Ich finde Spielverbot, ne? Aber es hört sich so dolle nach Tanzverbot an. Aber Spielverbot ist eigentlich lustig. Weil ich kenne das noch, als ich klein war und irgendeine Scheiße gebaut habe, eigentlich mal Spielverbot gekriegt. Darf ich meine keine Pese zocken oder so Scheiß. Du hast ein Spielverbot! Naja, heute ist das nicht mehr so, ne? Was ist das? Was ist das? Wo ist denn eigentlich das Ding? Spielverbot ist geil, weil so Game Time oder so, das haben auch alle, ne? Da die rote Röhre, wie soll ich denn da reinkommen, ey? So Game Time oder Spielekind von denen. Ich weiß nicht, ne? Spielverbot ist eigentlich ganz lustig. Fuck, Mann, ey. Jetzt bin ich schon wieder rätseln und überlegen und deshalb kacke ich hier wieder richtig ab. Schreibt das doch mal in die Kommentare, was so ein geiler Name ist. Ich meine, Let's Fets Gaming hat einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Es gibt nur einen. Das bin ich. Und von Game Time oder so ein Scheiß, ne, da gibt es halt mehrere von. Ach, da oben! Oh, was? Okay, muss ja weit unten springen gleich. Es gibt schon alle. Und Let's Fets Gaming, egal wo ich bin, egal welcher Zockername oder sonst was für ein Kram, ob jetzt bei PUBG oder Steam allgemein oder sonst was für Games. Oh, ist ja so schön geworden. Instagram-Account, Facebook, bla und hin und her. Let's Fets Gaming gibt es nur einmal. Weil LF Gaming, ich könnte es ja abkürzen, weil LF Gaming hört sich ja ganz cool an, ne? Aber es gibt auch schon auch wieder 8 Millionen Sachen davon. So wie ich ihn schreibe im Ganzen, wie er oben jetzt hier im Video steht, gibt es ihn einfach echt selten. So, jetzt nach oben raus. Boah, Junge, Alter. Ich brauche gar nicht so hochspringen. Egal. Das ist eine Ausprobier-Map anscheinend. Also, schreibt mir einfach in die Kommentare, was für einen Namen ich wählen soll. Ich würde das gerne umbenennen. Warum ich das will, weiß ich nicht. Das ist einfach so lang, Let's Fets Gaming, ne? So wegen YouTube-Suche und so, ist das schon ein Brett. Also was natürlich... Also ich habe es mir ja immer gewünscht, ne? Abschnitt für Abschnitt. So hier, die Aufgaben, Abschnitt per Abschnitt, aber wenn so ein Abschnitt so ein bisschen kacke ist, dann hängt man da natürlich ein bisschen mehr, ne? Oh, noch höher, Alter. Das muss ja richtig Speed. Nicht schlecht gebaut, ey. Nicht schlecht. Oh, kackt der irgendwas ab? 16% CPU-Auslastung. Das ist alles in Ordnung hier, ne? Es läuft. Hier irgendwie noch ein bisschen so ganz knapp unten an der Kante am Ende hochziehen und gleich durchfahren. Ich glaube, das hier, das ist die Taktik dafür. Oh, jetzt habe ich auch gar nicht drauf geachtet gerade. Also erstmal hier relativ früh hochziehen, weil sonst droppt der so stark runter. So.
Okay. Warte, Moment. So. Der Stuhl muss doch noch mitwippen. Hab auch gesehen, dass Noble Chairs neue Stühle hat, aber irgendwie finde ich die nicht so geil. Die sehen irgendwie so. Weiß ich nicht. Also Flying Uwe ist natürlich schwer von begeistert, weil er die Dinger natürlich auch verkauft so ein bisschen. Aber genau das, was er sagte in seinem Video, dass diese Schenkel da nicht sind. Was ist hier los, Alter? Diese Dinger hier, die da. Genau das macht diesen Stuhl nämlich einzigartig. Die sind so weit nach vorne gebogen, man kann sich da richtig reinfläzen. Na gut, er hat natürlich auch ein bisschen mehr Volumen. Kann natürlich sein, dass das dann ein bisschen verrückt mit dem Rad. Ich bin mit meinen zufrieden, ich werde den behalten auf jeden Fall. Alter, einen Millimeter! Diep, diep, diep. Ach ja. Alter, wisst ihr, wer die Arschkarte hat? Kev. LP mit Kev. Seine Ische ist jetzt tatsächlich 6 Monate weg, ne? Alter, 6 Monate. Leckiger Marsch, Alter. Das ist ein Brett, ey. Das ist echt ein Brett. Obwohl mir meine Freundin ab und zu auch richtig auf den Sack geht, ne? Aber 6 Monate. Da muss man echt aufpassen, ne? Kann sich in 6 Monaten auch viel ändern, ne? Muss ja nicht. Ich hoffe, in 6 Monaten schaffe ich auch diese Karte. Vielleicht kommt sie ja nach 6 Monaten wieder und er einen anderen. Oder sie einen anderen. Boah, scheiße, Alter. Er hat richtig die Arschkarte. Also Kev, du wirst dieses Video auf gar keinen Fall, zu 100% wirst du das nicht sehen, aber so ein bisschen kenne ich das, ne? Du bist echt eine arme Sau gerade. Aber auch das überstehst du. So wie ich diese Scheiße hier. Jetzt ja nicht zu schnell, weil die rutscht die Karre. Das war ganz schön verkackt knapp. Bitte kein Sprung oder so, kein Drop. Oh. Ey, das ist so eine richtige Belohnung, Alter. Dankeschön. Wow. Was ist jetzt? Achso, der Controller ist wieder. Ich sehe ihn, Mann. Okay. Was ist das für eine beschissene Mucke? Ich glaube, ich muss eine neue suchen. Das Lustige ist auch, dass ich ja beim Livestream Non-Copyright-Sounds anhatte. Und hatte dann eine Copyright-Verletzung. Da denke ich mir so, was ist das für ein Kanal? Warum geht das nicht? Sie musste dann tatsächlich 4 Lieder rauslöschen und deshalb war dieser eine Livestream auch 100 Jahre nicht sichtbar. So, ich muss jetzt erstmal kurz hier, weil ich alles rauslöschen musste. Das ist schade eigentlich, deshalb mit den Liedern, die ich jetzt habe, die sind auf keinen Fall Copyright. Ja. Schönes Ding. Kein Sprung, ne? Danach geht's hoch. Wie viel waren das denn jetzt? Da müssen wir jetzt mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Gott. 7, 8, 9, 10, Alter, 11. Achso, da brauche ich gar nicht mitzählen. 11, okay. Warum sage ich die Zahl jetzt nochmal? Weiß ich nicht. Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Nein, da war! Er war da! Oh, scheiße, Mann! Oh nein! Oh nein! Das wollte ich nicht! Alter, die Karte macht mega Spaß. Ich finde das total geil. Das macht echt Spaß. Das ist gut, dass das Spaß macht. Ich brauche nämlich Spaß von GTA, weil ich bin echt ganz schön abgekackt. Ich hatte echt eine miese Phase hinter mir. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch hinter mir. Fuck, fuck, fuck. Davon jetzt ist doch alles voll mit Carbon. Warum? Buckt? Buckt? Buckt. Er buckt was.
Warum bockt der da so fett ab? Also eigentlich müsste man dann so reinrutschen noch wieder hinten. Alter, ist echt schön gebaut, ohne Witz. Das ist so schön. So beautiful. Das ist aber auch jedes Mal, ich glaube, ich kann die Farbe einfach nicht ab. Vorsicht. Nein, komm. Ja. Ja. Jawohl. Yes. Geschafft, Alter. Und. Bam. Punkt eingesammelt. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und das ist immer angenehm. Da brauchen wir nicht kein Gas geben. Vielleicht nur ein bisschen hier, ein bisschen beschleunigen. So. Ich habe die scheiß Sicht an. Ja. Okay, es geht in den weißen Wallride wieder rein. Ich gucke mal kurz auf die Punkte. Was haben wir denn hier? 5 von 7. Ich skate gleich vorbei. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ohne Sichtumstellung. Weil... So. So. Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Aber wir dürfen nicht so weit droppen, glaube ich. Weil der ist relativ... Da oben ist er. Ah. Okay, mit sich. Das heißt, gleich kacke ich ab. Okay, schön vorsichtig hier. Bitte keinen Sprung. Was ist das? Was ist das? Was? Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey, Map, aber du machst wirklich mega geile Karten. Mega gut. Das ist total geil, weil ich... Also, ach, ne, er hat ja keine Playstation. Gesagt, LP muss ich mal zocken. Das ist einfach geil, weil man diese Karten echt lernen muss. Oh, ich bin zu hoch, ich bin zu hoch, ich bin zu hoch. So wie jetzt, jetzt habe ich das erste Mal gefahren. Jetzt weiß ich, da hinten kommen gleich Stufen. Aber was danach passiert, weiß ich wieder nicht. Also guckt euch die Karte an und zockt die auf jeden, Alter, auf jeden. So, jetzt Stufen. Wow, vorsichtig, vorsichtig. Oh, jetzt brauchen wir Speed, 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 Speed. Nicht was. Wow, nein, nein, nein. Oh. Ist das anstrengend hier. Was sich der Nachbar auch denkt, wenn er die ganze Zeit die Geräuschkulisse hört. Das Bild ist immer so dunkel, ne? Ich brauche echt eine Softbox, glaube ich, langsam mal. Da ist das Ziel. Schöne Map, schöne Map, schöne Map. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Noch Checkpoint hier hängen oder so? Das hey, schöne Map, Alter. Richtig schöne Map. Ich hoffe, also ich zocke ja von 42 runter bis auf 14% hier. Ich hoffe, dass die nächste genauso geil wird. Ey, die war echt super. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, bei euch, der Community und allen Abonnenten, die so rumfliegen bei mir, für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Maplink in der Beschreibung. Wie immer, macht's gut.